Hi, ich bin Steffi, Campus-Spezialistin an der Universität Greifswald und studiere hier Kunstgeschichte und Kommunikationswissenschaft. Heute zeige ich euch unseren historischen Campus. Die Universität Greifswald ist 1456 gegründet und damit eine der ältesten Universitäten in ganz Deutschland und im Ostseeraum. Damals begonnen mit einer Fakultät, der theologischen, haben wir heute 5 Fakultäten an der Universität Greifswald. Hier am historischen Campus hat vor allem die Philosophische Fakultät viele Vorlesungen, Seminare und Übungen. Unter anderem hat auch das Caspar-David-Friedrich-Institut seinen Standort hier. Vor der Prüfungsphase ist nach der Prüfungsphase. Deshalb ist es für euch auch besonders wichtig zu wissen, wo das zentrale Prüfungsamt sitzt. Die beantworten euch alle Fragen rund um eure Prüfungsordnung, die Prüfungsformen und die fristgerechte Anmeldung und Abmeldung eurer Klausur. Während des kompletten Studiums habt ihr hier auch direkte Ansprechpartner, die euch Rede und Antwort stehen. Das hier ist das wohl wichtigste Verwaltungsgebäude für euch. Schon vor dem Studium könnt ihr euch hier über die Studienmöglichkeiten beraten lassen. Hier bei der zentralen Studienberatung könnt ihr euch schon vor dem Studium informieren lassen, was es für Studienfächer gibt, welche Fächerkombinationen ihr studieren könnt und bekommt allgemein Unterstützung bei der Organisation, zum Beispiel von Probevorlesungen. Aber auch während des Studiums bleibt die zentrale Studienberatung mit euer Hauptansprechpartner. Hier könnt ihr euch bei Problemen an die entsprechenden Ansprechpartner wenden, aber auch Unterstützung bekommen, wenn ihr beispielsweise mit Kind studiert oder Fragen rund ums Studium habt. Mindestens genauso wichtig ist das Studierendensekretariat für euch. Hier könnt ihr euch vor dem Studium informieren über die Bewerbung und die Einschreibung. Und wenn alles gut läuft, könnt ihr euch hier auch schon bald immatrikulieren und das Studium an der Universität Greifswald starten. Hallo. Der alte Audimax war damals das größte Hörsaalgebäude der Universität Greifswald. Da wir heute aber über 10.000 Studierende haben, verteilen sich die neuen Standorte über die ganze Stadt. Diese Standorte zeigen euch meine Kommilitoninnen. Wenn ihr gerade erst in Greifswald angekommen seid und das Fernweh trotzdem schon wieder ruft, dann ist das International Office die erste Anlaufstelle für euch. Hier könnt ihr euch über Möglichkeiten zum Auslandssemester beraten lassen und dieses dann auch gemeinsam mit ihnen planen. Wenn ihr aus dem Ausland her zum Studieren kommt, ist das International Office euer Ansprechpartner Nummer 1 und unterstützt euch in allen Angelegenheiten.